Ja, ich bin für ein paar Tage weg, wie ich bereits am Dienstag angekündigt hatte. Da ist das nur eine Aufzeichnung. Aber mein sehr geschätzter Kollege Philipp Henk, mit dem ich gemeinsam den Blockchain Investor mache, war so nett und freundlich und wird mich heute in einem kurzen Video-Update vertreten. Philipp ist ein absoluter Krypto-Profi, denn er kommt von der Hochschule Midvader, hat dort Blockchain und DLT-Technik studiert. Also er kennt sich wirklich aus, handelt seit Jahren Kryptowährungen im großen Stil, teilweise sogar aktiver als ich. Und daher bin ich sehr, sehr froh, dass er bei mir im Team ist. Vor wenigen Tagen gab es ja einen Flashcrash, und zwar nicht nur beim Bitcoin, sondern auch viele Altcoins wurden abverkauft. Und Philipp wird euch gleich seine Meinung zu diesem Thema sagen, wie wir momentan die aktuelle Lage einschätzen. Ich bin dann am kommenden Dienstag wieder für euch da mit neuen Themen. Aber jetzt übergebe ich den Stab an Philipp. Ja, hi Leute. Der Alexander, der hat mich zwar gerade schon kurz vorgestellt, aber trotzdem möchte ich es noch ganz gern persönlich einmal machen. Also, mein Name ist Philipp, ich bin 27 Jahre alt, ich bin seit circa einem Jahr stellvertretender Chefredakteur vom Blockchain Investor und unterstütze den Alexander dabei verschiedenen Dingen. Und genau, ich habe in dem Bereich Kryptowährung auch meinen Master gemacht und bin jetzt seit circa 4, 5 Jahren in dem Bereich aktiv, handel auch seit 2, 3 Jahren regelmäßig. Und genau, deswegen würde ich heute auch ganz gerne mit euch zusammen mal den Markt genau analysieren, weil ich nehme das Video hier an einem Dienstagabend auf. Und ja, gerade ist das krasse Liquidationsevent geschehen, wo Bitcoin von 53.000 auf 43.000 US-Dollar gedumpt ist und ja, damit auch den gesamten Markt mit runtergezogen hat. Und ja, wir wollen uns einfach mal anschauen, was das für Auswirkungen haben könnte und wie sich der Preis in den nächsten Wochen noch entwickeln könnte. Und vor allem auch, wie sich das auf die Altcoins wirkt, die in den letzten Wochen ja auch alle sehr stark im Preis gestiegen sind. Ja, auf dem Bildschirm seht ihr jetzt den Bitcoin-Kurs auf dem Eintageschart. Und was man auf jeden Fall erstmal sagen kann, ist, seit dem Low Mitte Juli hat sich der Kurs wieder sehr, sehr gut erholt, ist über die 200-Tages-Durchschnittslinie gekommen und hat die letzten Tage im Bereich von 50.000 Dollar konsolidiert. In den letzten 2 Tagen ist der Kurs dann über diese Marke gegangen auf etwa 53.000 und wurde heute sehr, sehr stark davon rejected. Aktuell befindet sich der Kurs immer noch oberhalb der 200-Tages-Linie, was auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen ist, weil man generell sagen kann, dass wenn der Bitcoin-Kurs oberhalb dieser Linie ist, sich der Kryptomarkt generell in einem Bullenmarkt befindet. Wird sich natürlich jetzt zeigen, wie sich das in den nächsten Tagen noch entwickelt, aber ich gehe mal davon aus, dass das wirklich nur ein Liquidationsevent war. Das bedeutet, dass die Leute, die mit zu einem großen Hebel im Markt drin waren, alle ausgestoppt bzw. liquidiert wurden. Ich hoffe, dass keiner von euch da hinzugehört. Genau, aber davon abgesehen sieht die Situation eigentlich ganz gut aus. Also gerade auf den höheren Timeframes wie dem Tages- oder dem Wochenchart gibt es ansonsten eigentlich nicht viel dran auszusetzen. Ich meine, solche Korrekturen von 20 bis 30%, die sieht man immer wieder und sollte eigentlich jetzt niemanden so krass überraschen. Klar, dass es in so einer kurzen Zeit passiert, das ist natürlich schmerzhaft für viele, aber sollte, wie gesagt, eigentlich niemanden allzu sehr überraschen. Denn wie man hier ganz schön sehen kann, der Dip, der wird auf jeden Fall aufgekauft, unter anderem auch von dem Präsident von El Salvador, weil heute ist der Bitcoin Day und zusätzlich dazu auch der erste Tag, an dem Bitcoin legales Zahlungsmittel in El Salvador ist. Und ja, der Präsident nutzt die Chance auf jeden Fall, um günstig nochmal an Bitcoins ranzukommen. Genau, wenn man sich das Ganze jetzt mal hier auf dem Wochenchart beispielsweise anschaut, sieht die Situation eigentlich wirklich ganz gut aus. Also auf dem MACD haben wir schon einen Bullish Crossover gesehen. Wir befinden uns über allen den gleitenden Durchschnitten. Und ja,
Meiner Meinung nach sind wir hier auf dem besten Weg in Richtung Allzeithochs. Also ich schätze mal, dass das hier wirklich das letzte Low gewesen ist, bevor es in Richtung 70, 80.000 geht. Eventuell sogar bis 100.000 bis Ende des Jahres, wer weiß. Aber genau, sobald wir erstmal das Allzeithoch bei ca. 65.000 US-Dollar geknackt haben, wird es meiner Meinung nach relativ schnell gehen, bis auf die 70, 80.000 US-Dollar hoch. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie sich ein solches Run-up in Bitcoin auf die Altcoins auswirken würde. Und um das zu beantworten, schauen wir uns einmal einen Chart an, der die Bitcoin-Dominance in den verschiedenen Jahren aufzeigt, in der der Bitcoin immer einen Run erlebt hat. Dazu kann man hier einmal auf genau, CoinMarketCap gehen und da hat man unter Charts die Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen und kann hier genau sehen, wie hoch die Dominanz des Bitcoins ist gegenüber den anderen großen Kryptowährungen wie Ethereum oder Cardano. Und ja, was hier auf jeden Fall auffällt, ist, dass immer im vierten Quartal die Bitcoin-Dominanz sehr stark steigt. Also man sieht das hier im Januar 2018 bis Ende Dezember. Dann hat man das im Jahre 2019 gesehen. Hier ist die Dominanz gestiegen. Und dasselbe Spiel hat man auch letztes Jahr gesehen, als der Bitcoin von ca. 10.000 auf 30.000 US-Dollar innerhalb kürzester Zeit gestiegen ist. Und aktuell ist die Bitcoin-Dominanz bei ca. 40%. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Level, warum ich auch denke, dass in den nächsten Wochen und Monaten die Dominanz wieder steigen wird. Das bedeutet, dass im Endeffekt die Kryptowährungen gegenüber dem Bitcoin an Dominanz verlieren werden, aber dennoch in US-Dollar-Terms auf jeden Fall trotzdem noch im Wert steigen. Also wenn ihr gegenüber dem Bitcoin handelt und nicht auf Basis von US-Dollar oder Euro, dann könnte es eventuell ratsam sein für euch in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht so bis Dezember, Januar, tendenziell eher in den Bitcoin zu gehen und dafür die Altcoins zu verkaufen. Wenn ihr aber auf US-Dollar-Basis oder Euro-Basis handelt, dann dürfte es eigentlich relativ egal sein, weil auf US-Dollar- und Euro-Basis werden mit Sicherheit alle Kryptowährungen in den nächsten Monaten steigen. Das wird sich vor allem dann nochmal beschleunigen, sobald der Bitcoin ein lokales Top erreicht, also schätzen wir mal bei 80.000 oder bei 100.000 Dollar, dann wird viel Geld aus dem Bitcoin wieder zurück in die Altcoins fließen. Und das wird dann im Endeffekt meiner Meinung nach für eine neue, richtige Altcoin-Season sorgen, wo man dann innerhalb von wenigen Wochen wirklich bei Projekten 1000% Profit sehen wird. Und ja, das wird auf jeden Fall wieder spannend. Ich schätze mal, das wird so ähnlich wie im ersten Quartal 2018, falls ihr euch erinnert. Also darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Ja, das soll es für dieses Video jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung zum Markt ist. Glaubt ihr, dass wir dieses Jahr die 100.000 noch sehen werden? Oder glaubt ihr, nach der Korrektur kommt jetzt erstmal ein monatelanger Bärenmarkt? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten ist der Alexander nächste Woche dann wieder für euch hier an der Stelle.